Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Gregor spielt weiter. Demon's Souls, PlayStation 3. Was passiert hier eigentlich? Hier darunter. Auch der letzte Teil, durchaus erfolgreich. Wir haben so viele Seelen verwendet. Ich habe so aufgelevelt, wenn man noch nicht aufgelevelt hat. Endlich habe ich auch hier dem Lagermeister Thomas den armen Kamm seiner verstorbenen Tochter gegeben. Und er half mir weiter aus. Ich will weiterhin das machen. Ah, genau. Ich will weiterhin das machen, was ich eigentlich machen wollte beim letzten Mal, bevor ich. Ich gucke mich nochmal im Schloss ein wenig weiter um, bevor wir den langen Weg rüber machen ins nächste Gebiet. Weil da gibt es ja noch einige Sachen. Ich würde jetzt erstmal kurz wieder runter die Treppe. Ja, komm. Die Treppe runter, weil da lagen ja noch ein paar Items, die ich noch nicht geholt hätte. War mal Welttendenz. Ist es jetzt schwarz oder ist es weiß? Was da angezeigt wird oben. Ich kann es nie absehen. Jetzt tauchen wieder diese Phantom-Johnnies auf. Das ist mir egal im Moment. Ich lasse die einfach mal. Und auch die nächsten sind mir egal. Ich will hier erstmal unten gucken. Warte mal, die taucht aber nicht wieder auf, ne? Die Verrückte. Nee. Die hat ja auch schön ordentlich Experience abgegeben. Wir mussten das letzte Mal ja hier ein paar Sachen zurücklassen, aber jetzt habe ich. Ich will es nämlich nicht vergessen. Da lagen ja unten noch ein paar Items rum. Guck mal, hier könnte man irgendwie jumpen, aber ich weiß gar nicht, wie man springt in diesem Spiel. Das funktioniert gar nicht so, wie es bei den anderen. Also nicht irgendwie laufen und nochmal Kreis. Oder dann laufen und R3 oder L3. Also, ja, laufen und L3 müsste ja sein. R3 funktioniert nicht. Aber da unten, so. Also mal gucken. Guck mal, die Scheiße liegt da gar nicht mehr, ne? Oh, das ist aber fies. Wenn ich die Sachen. Ah, das ist aber jetzt wirklich fies. Wenn ich das Zeug nicht mitnehmen kann. Es liegt gar nicht mehr da, ne? Nachdem ich einmal raus bin in den Nexus. Die Items werden nicht mehr gespeichert. Das ist nervig. Hier. Hier wären noch geile Sachen zu mitnehmen gewesen. So, lassen wir erstmal gucken. Na gut, dann nicht, aber ich habe das Gefühl, dass ich gleich abkratzen werde. Da unten scheint mir gefährlich zu sein. Ich gehe erstmal hier kurz rüber. Hier irgendwas, was man machen kann. Illusory Door, sowas gibt es hier noch gar nicht, ne? Ja, gut, komm. Ah! Was? Was war denn das gerade? Warum tust du mir denn sowas an? Ich dachte, das wäre Knios Wasser, wo man reinspringen kann. Ein bisschen Spaß haben. Aber nein. Dem ging nicht so. Es ist aber. Das ist aber fies. Oh, für die 500 Seelen. Es sind 500 Seelen, aber ich will da nicht nochmal. Oh, jetzt werde ich auch unachtsam, ey. Oh, jetzt werde ich aber voll unachtsam, weil ich so viele Seelen verloren habe. Ja, eigentlich muss ich. Nee. Ich muss sie mir zurückholen. Nee. So geht das nicht. Tut mir leid, Leute. 500 Seelen lasse ich jetzt erstmal nicht liegen. Da hinten, auch wenn ich jetzt schon bei 2000 bin fürs Aufleveln. Aber 500 Seelen sind 500 Seelen. So. Und hier war doch so eine Echse. Die hat bestimmt Titanitscherben oder sowas dabei. Oder, naja, was ist das Äquivalent von hier? Ist diese Scharf-Dingers. Das ist doch kacki. Aber wenigstens meine Seelen müssten doch hier nochmal liegen. So, ich hoffe, oben bei der Treppe. Ja, wahrscheinlich erst ganz und da, wo ich direkt runtergefallen bin. Ey, aber das ist doch fies. Ich dachte, der Typ ist abgekratzt, weil er hatte irgendwas angegriffen, was auf dem Boden war. Da sind noch welche abgekratzt. So, ey, und da sind nicht mal Kreis gedrückt haben kann. Wo sind meine Seelen? Warte mal, sind sie. Da sind sie drauf, auf dem Balken. Guck mal, wenn ihr die Typen da unten seht, das bedeutet doch, dass da kniehohes Wasser ist, wo ich rüber kann und wahrscheinlich Gegner mich ansprechen. Ich dachte, oh, das ist jetzt vergiftet und da muss ich aufpassen. Nein! Wie ist denn der andere da abgekratzt? Ist er auch runtergefallen? Ja, das war ja. Das war ja voll blöd. Das war wirklich voll blöd. War so langsam auch noch.
So. Ich gucke mal kurz an, wie der abgekratzt ist. So, guck mal, der benutzt da Items, also heißt es, dass es da Gegner gibt. So. Ach, ich hätte mir das zu Ende angucken sollen, ne? Der ist abgekratzt beim Runtergehen. Dafür sind die Blutlachen ja da. Oh. Ja, ey. Verwirrend, dass da... Das haben sie mit Absicht so gemacht. Oh Gott. Ich geh wieder rauf, ey. So. Ich hätte mir das Ding zu Ende angucken sollen, ne? Ich hätte mir das Kackding zu Ende angucken sollen. Ah, so ein Kack. Das geht ja so nicht. Das geht ja echt so nicht. Egal. Ich laufe jetzt an den Dinger vorbei, wo ich noch hin wollte. Ich denke nicht, dass ich jetzt kräftig genug bin, die Drachen zu besiegen. Da hinten, aber... Ah, oder... Na, nicht. Nee, nee, nee. Die brauchen bestimmt noch einiges. Aber ich bin kräftiger. Ich kann mehr. Ich kann mehr austeilen, ich kann mehr aushalten. Ich habe gerade etliche Level nochmal übersprungen. Bin gespannt. Warte mal, ich wollte auch nochmal die Nachricht hier lesen. Die hatte ich nämlich nicht gelesen beim letzten Mal. Vorsicht vor der Falle. Doch, hatte ich. Leider auf dem Weg zurück. Muss ich leider die bekämpfen. Das hat nicht gereicht. Ach komm, ich habe auch beide erwischt. Dass der kein Stagger oder so hatte, das nervt doch. Wie viele da auch auftauchen. An euch hier laufe ich vorbei. I don't care. Ha! Mach doch, was du willst, du Affenmann. Das ist kein Affenmann, ich weiß. Man kann trotzdem machen, was er will. Ist mir doch egal. Ich und meine... Hab ich sie nochmal genannt? Oh, achso. Ich dachte, läuft ein Gegner entlang. Das ist mein Charakter nochmal. Status. Sheila habe ich sie genannt. So. Ganz vergessen, wie ich sie genannt habe. Ich laufe an euch vorbei, ihr Arschlöcher. Ihr könnt mich mal. Ach komm. Sind hier eigentlich noch die Wursties? Da sind sie. Du ärgerst mich nicht mehr. Ich habe so eine Angst vor dir gehabt beim ersten Mal. Arschgeige. Vor deinem Bruder da oben auch. So viel Angst. So. Ey, und auf der... Ah, ich habe auch noch einen Typen auf der anderen Seite vergessen. Das rote Auge, ne? Ich habe das rote Auge vergessen. Den kann ich mir auch noch gleich mal angucken. Ich will das mal hier wirklich alles lösen. Be as sorrow as possible. Sag mal. Wie viele sind jetzt da? Oh, jetzt nervst du mich aber. Jetzt kommt mal irgendwo, wo ich ein bisschen Platz habe, ihr Affen.
3 von denen, ey. Oh Mann. Schon sind es 3 von denen, aber es waren keine 3 Hüte, sondern 3 Schilde. Ich laufe hier eigentlich nur zu den Dachen zurück, damit ich wieder gewämst werde. So ein Shit. Ich muss. Jetzt muss ich mal das rote Auge probieren. Stimmt, den hatte ich ja auch komplett vergessen. Das rote Auge da oben war. Boah, der wirkt so groß hier gerade durch die Perspektive. Das wollte ich natürlich nicht. So, jetzt. Ah, warte mal. Kommen jetzt nicht die zwei Stechi. Die Stechis. Da sind nur noch 2 von denen. Okay. Nee, da sind noch 2. Oder? Da habe ich die schon hinter mir. Da müssen noch 2 dieser Brüder sein. Ja doch, sie sind noch da. Aber führt das hier irgendwo hin? Nee, das führt zur Tür. Obwohl, nee, die beiden Stechis sind schon runter. So, Drachi. Bist du bald mal da? Kommt der Kackdrache nicht hier? Kommt er nur, wenn ich weiter vorne bin? Der kommt nur, wenn ich weiter vorne bin, ne? Gewichen. Ah, oder kommt er hier hinten nicht mehr, weil er den Weg mal verlassen hat? Guck mal, er taucht hier gar nicht mehr so. Gar nicht mehr auf. Der kauft echt nicht mehr auf. Okay, er taucht nicht mehr auf. Habe ich vergessen, war hier nicht noch so ein heftiger? 2 Sachen. Der heftige. Was gemeint ist. Ach komm. Jetzt werde ich unachtsam, ey. Jetzt werde ich unachtsam. So. Hier waren keine, das weiß ich. Gucken wir mal. Steht der Johnny immer noch da hinten? Jetzt ist er da. Okay. Anfänger sollten das Gebiet später in Angriff nehmen. Ich probiere es zumindest mal. Frage ist, was macht das Ding? Hat es mich gesehen? Okay. Und das bringt nichts. Okay. Okay, das bringt nichts. Okay. Das bringt nichts.
Schilleböhm. Jetzt habe ich mich so schön hier durchgekämpft. Aber alles sinnfrei. So, was wäre jetzt kürzer? Oh, hier habe ich nicht mehr die Bowlingbälle, ne? Nee, das ist alles darauf ausgelegt, dass ich nicht so rum dann herkomme. Was macht er denn da? Sticht er sich gerade selbst in den Kopf? Schau ihn euch an. Alter. Verdammte Ragdoll Physics. Dass er hier nicht mehr hier hinkommt, der Kackdrache. Also er ist noch da. Vielleicht kommt er jetzt, wenn ich ihn getriggert habe. Aber eben nicht mehr so easy. Nee, warte mal, dann mache ich das. Es gibt ja leider keinen, oder zumindest habe ich noch keinen Homeworld Bone oder das Äquivalent dazu, womit ich wieder zurückkomme. Ich habe umsonst hier raufgeklettert. Nicht ganz umsonst. Ich habe ja auch schön viel Seelen gekriegt. So, nicht nochmal runterfallen. So dumm, wie ich gewesen bin beim... nur noch Schreck. Schreck in den Gliedern, wo ich hier einfach dann runtergelaufen bin. Hier, dieses Treppchen. Das habe ich falsch gemacht. Zum Glück war es nicht so weit runter. So. Nicht die Abkürzung nehmen, sondern... Lassen wir mal hier... Ja, ich kann noch ein Sichelmondgras mehr greifen, ne? Nicht die Abkürzung, sondern... So. Ja, jetzt muss ich mal... Okay. Puh, Glück gehabt. Im Timing her. Ich muss hier einmal rüber. Ich muss viel öfter den Backstab machen, ne? Vielleicht geht der Backstab auch wirklich nur, wenn der andere Gegner schutzlos dabei ist. So wie hier, nachdem er gerade eine dicke Attacke gemacht hat. Ja, nicht immer. So, das. Oh, Alter. Oh, nee. Von der Ecke traue ich mich nicht. Von der Ecke traue ich mich nicht. Der Typ springt so weit, wenn man ihn nochmal extra haut. Aber jetzt habe ich schon wieder so viele Seelen, dass ich eigentlich nicht verdübeln möchte. So. Der war hier rechts. So, und da ist noch einer. Bei den Sechsen, die dazu kommen. Was sind das für Zeichen, die Leute hier hinterlassen haben? Klebriges. Klebriges weißes Zeug am Bett. Natürlich. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ich glaube, ich brauche 2000 für das nächste, oder? Kann ich mir das hier angucken? Wie viel ich fürs nächste brauche? Nee, steht hier nicht, ne? So, Level 18. Stirb doch endlich. Kommt der Ball eigentlich zweimal? War doch der Ball, oder? Oh, gleich untersuchen. Warte mal, aha, da liegt auch noch was. Ein bisschen Sichelmondgras bestimmt. Mmh. Miam, miam, lecker. So, die Frage ist, kommt der Ball zweimal? Okay. Er kommt nicht zweimal. Ach, guck mal, und das hatte ich vergessen, ne? Das habe ich noch nicht richtig gemacht. So, hier ist einer. Da oben ist einer.
Hier ist einer, da ist einer. Ah, warte mal, kann ich... Ah, natürlich. Ich muss... Bastard... Oh, ein Bastardschwert. Ich muss von oben einmal runterfallen. Jetzt habe ich es rausgefunden. Ausrüsten. Ist das ein zweihändiges? Bastardschwert. Ah, aber das habe ich schon aufgelevelt. Wieso nimmt es denn so wenig? Nicht stark für einhändige Benutzung. Ah, ich muss mehr Kraft haben. Okay, steht denn, wie viel Kraft ich da haben muss eigentlich für das Bastardschwert? Eigentlich das Rostschwert. Ich will das Breitschwert bitte haben. Ausrüstungslast. Damit weniger. Tragegewicht durch die Ringe. Ah, hier steht das. DE. Physischer Angriff minus 37. Was brauche ich denn? 18 Stärke. Ah, da sind die Icons. Okay. Stärke 18.1 fehlt mir noch. Ein Stärke fehlt mir dafür fürs Bastardschwert. Dann investieren wir den nächsten in Stärke, ne? Den nächsten Level. I wouldn't mind. So, ah, hier war der Stein. Oh Gott. Hier war der Stein, aber der ist nicht mehr da. Der ist nur einmal. So, das hatte ich ja schon. Ja, den Blauäugigen hatte ich schon, den Rotäugigen hatte ich nicht, ne? Okay. Hier kommt der Rotäugige. Schon. Da sind Bogenschützen, ne? Aber er verliert, weil ich ihn angeblutet habe. Er hat mich gekillt! Alter! Der zieht ja super viel ab. Kacki! Boah, zieht er viel ab. Scheiße, und ich will mal auch, ich will meine Seele nicht verzichten. Oh nein, tausende. Oh. Gut, dann laufe ich hoch und hol meine Seelen zurück. Ich bekämpfe den nicht nochmal. Sowas sollte ich nicht angehen, wenn ich viele Seelen auf Lager habe, ne? Meine Verteidigung ist noch nicht hoch genug, um das vernünftig angehen zu können. Fast schon wie ein Speedrunner hier, ne? Ups, ach, shit. Schon wie ein Speedrunner. Aber nur fast, sonst wäre ich wesentlich schneller wieder da oben. I wanna catch my souls. I wanna get them. So, die soll ich, glaube ich, besser. Alter Verwalter. Ich kann ja noch davon treffen. Lass ich mich auch noch davon treffen. Das ist nicht so klug. Ach,
Bei denen kann ich nicht so easy vorbeilaufen, ne? Hier habe ich Angst, dass ich wieder runterfalle. Zack. Zack. Oh, ups. Zack. Aber im Halbmondgras. Oh, nee. Das Billowgras, bitte. Das Billowgras, bitte. Irgendwas brauche ich doch dafür. So. Die Krux übrigens ist immer, ich spiele jedes Soul-Spiel durch, ich gebe keine der Boss-Seelen aus, aber ich benutze die eigentlich so gut wie für nichts. So, wo sind meine Seelen? Sie sind da. Okay, jetzt kommt er mir hinterher. Ich laufe, ey, mal sehen. Manche erfolgt mir bis ganz so runter, oder? Manche erfolgt mir. Guck mal, wie aggro der ist, ne? Wie weit folgst du mir? Runter. Oh, scheiße, da ist er ja. Da ist er ja. Da ist er ja. Folg mir ruhig mal ein bisschen. Ich will dich in diese Grube. Diese Grube müsste ich nicht lenken. Also jetzt ärgere ich mich, dass ich den nicht gekillt habe. Oh, jetzt kommst du aber hier durch, oder? Jetzt habe ich ihn verloren, oder? Nee, ich habe ihn nicht verloren. Ah! Ist er runtergefallen gerade? Ich glaube, es hat funktioniert, oder? Ja! Geil! Mein Trick hat funktioniert. Er ist runtergefallen in die Grube. Das wollte ich eigentlich. Ja, genau. Ah, genau das wollte ich. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das, dass er in die Grube gefallen ist? Sichelmondgras. Ich weiß nicht, ob der ein One... Also, dass er nur einmal auftaucht. One-Kill-Enemy ist, sozusagen. Aber ich gehe zur Sicherheit nochmal rauf, weil der hat ein Item da hinten. Ich glaube, der hat ein Item bewacht. Also ich könnte jetzt ein- oder zweimal aufleveln. Wahrscheinlich einmal. Aber die Taktik, den da runter zu locken, hat sich bewährt. Ist jetzt die Ausnahmsweise mal bewährt, die Kacktaktik. Die Kacktik. So. Irgendwo war auch noch ein Item, das ich übersehen habe, aber in der ganzen Eile jetzt hier. Tod und Zerstörung habe ich hinterlassen. So
So wie es sein soll. Ah, ich bin so gut. Warte mal, da. Nee, da habe ich das Item geholt. Irgendwo hatte ich hier noch einen. Guck mal, den Johnny da hinten. Da komme ich nicht so richtig ran. Ah, jetzt kann ich mal. Ah, wie gut das ist. Wie gut das ist. Dass der Kackmann da reingefallen ist. Es gefällt mir. Es macht mir so mal wieder Spaß. Guck mal. Haha, habe ich dich besiegt. So, warte mal. Von irgendwo waren hier auch noch Bogenschützen. Unbekannte Heldenseele, ja. Siehst du? Kräftiges Item. Ist das was, was man hier aufmachen kann? Wenn du an den Schlüssel gelangst, kannst du weitergehen. Okay, den Schlüssel habe ich wohl noch nicht. Da. Sind da Gegner oben? Ich habe das Gefühl, dass ich ja mit Pfeilen angefeilt werde hier. So, rein theoretisch müsste ich auf der anderen Seite nur noch den Abstieg machen, ne? Also klar, wir haben ja den Blauäugigen da, aber die Blauäugigen kann ich ja schaffen, ne? Also kann. Könnte ich. Dein Halbmondgras ist sogar. Guck mal, darunter möchte ich nicht, aber von der anderen Seite komme ich eigentlich doch ganz gut runter. So, hier oben war nichts. Jetzt soll ich wieder aufpassen, dass ich da nicht runterfalle. Weil das ist doch ein bisschen. Hat er sich selbst gekillt gerade? Hat der. Vollidiot. So, selbst wenn ich hier runterfalle, ich kann ja wieder fix wieder hoch. Ich kann ja fix wieder hoch, um meine Seelen zu holen. Das soll... Moment. Sichelmondgras. Nee, Terpentin. Ah, cool. Davon hätte ich gerne mehr. Davon hätte ich gerne mehr. Einiges mehr. So, vorsichtig. Hier waren die zwei oder drei. Das ist nicht so clever von mir. Okay, da haben sich ein paar gerade gegenseitig gekillt. Habe ich mich doch zu weit vorhin nach vorne gewagt. Weiß nicht, an der Wand ist nicht so geil. Hier war eine Runde gefallen, ne? Mit dem Gras. Ein Schild war dabei. So. Okay. Warte mal. Uah, scheiße. Ich kann ja auch das andere Bonfire nehmen, ne? Den anderen Keilstein, wie die coolen Leute sagen. Dann wieder zurück. Sollte doch für zwei Level reichen, mindestens. Dann mache ich noch einmal Stärke mehr. Theoretisch, wenn ich das Bastardschwert, wenn es ein einhändiges Schwert ist, die gleiche Klasse wie die ich benutze gerade, dann würde ich wechseln. Das hat ein bisschen mehr, das kann ich nämlich auch plus 1 machen. So, wo bist du denn? Die setze ich auch immer jedes Mal anderswo hin, ne? Jedes Mal, so. Seelenkraft suchen. Eine Stärke mehr. Ein Level kann ich noch. Gegenstandslast, TP. Oh ja, komm.
Oh, ich habe nicht genug. Ah, ich habe nicht genug gesehen. Scheiße, ich dachte, ich habe mehr. Aber ich habe ja noch. Ich habe doch was eingesammelt. Reicht das? Oh Gott, es reicht nicht, oder? Es reicht nicht. Ach, komm, denn die hole ich mir jetzt noch kurz. Die hole ich mir noch kurz. Guck mal, ich stehe doch direkt daneben. 60, 70 Seelen. Die habe ich gleich. Aber ich will noch einmal, ich will meine Kraftpunkte nochmal erhöhen. Dass die so wenig geben, aber hier. Schweinchen. So, ich weiß hier. War vielleicht auch nicht die beste Ecke, um aufzuleveln. Bringen eigentlich die Penner da unten ein bisschen mehr? Die roten, die Phantom-Bumsis. Weil ich will mindestens 2-6 irgendwas. Komm mal her, ihr Phantom-Bumsis. Euch Phantom-Bumsi, ich weg gleich. Ja, immerhin fehlen also besser als 6. So. Boah, ich bin mir ganz sicher, waren es 2680? Einen Bumsi muss ich noch wegbumsen. Also, ihr wisst, was gemeint ist. Hab ich da hinten eigentlich mal geguckt? Ich hab mal da hinten geguckt, so. Komm. Kommen wir mal hinterher. Das ist immer nicht alles für die Seelen. Ach, das reicht mir. So 2,7. Es war 2,6 irgendwas, ne? 2,7 sollte mehr als genug sein. Das sollte auch mehr als genug sein. Ich will meinen Vitality nochmal hochpacken. Zurück zu den Nexus. Weil man weg muss. Oh, Kalamba. Freke der Hellseher. So. Du kannst doch nicht sehen, wie viel Seelen ich dir gebe. Denk doch einfach so mehr. 2601 hätte ich gebraucht. Ey, naja, egal. So. Alrighty. Ja, aber gut, Leute, wir haben einen guten Ausstiegspunkt erreicht. Lass es das mal heute mit der aktuellen Ausgabe von Gregor spielt Demon's Souls gewesen sein. Wir gehen im nächsten Part mal endlich dann Level 1-2 an. Also ich fühle mich dafür jetzt bereit genug, auch wenn wir noch ein paar Orte hätten, die wir erkunden können, hier und da ein bisschen, aber komm, draufgeschissen. 1, 2, beim nächsten Mal, bis dann.